Hallo ihr Lieben, hallo zusammen, vorletzter Tag in diesem Jahr. Ja, und eine Inspiration hat sich jetzt durchgesetzt. Es kam von allen Ecken und Enden und es geht um ein Programm, eine Masterclass, besser gesagt eine Masterclass für Frauen. Und sie heißt I Am Chosen. Und das ist wieder ein Thema, was jede Frau mitbekommt. Ich habe gestern ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, wo ich drüber gesprochen habe, oder heute habe ich es, glaube ich, gemacht, weiß gar nicht mehr, drüber gesprochen habe, was das für ein verdammter, beschissener Virus ist, was wir alle davon ausgehen, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht geliebt genug, wir sind nicht liebenswert, wir sind irgendwo eingeschränkt, wir sind irgendwie unterdrückt und das ist alles so ein riesen Quatsch. Und diese Überzeugungen führen natürlich insbesondere bei Frauen, genauso wie bei Männern, aber ich bin ja jetzt nun mal eine Frau und spreche als Frau zu Frauen in diesem Video. Und dieses innere Gefühl, dass man vielleicht irgendwie nicht gut genug ist, um die Auserwählte zu sein für seinen Liebsten, dass es sich irgendwie so anfühlt wie, wie viel darf ich verlangen, wie viel Aufmerksamkeit darf ich verlangen. Immer wieder diese Gefühle, ja, der muss ja auch sein Leben haben und wie wichtig darf ich sein für meinen Partner oder Partnerin, es ist völlig egal. Und es geht immer nur um dieses innere Gefühl, ja, ich muss zurückstecken. Ich kann ja nicht die one, Number One sein. Ich kann ja nicht the one and only sein. Und da frage ich dich, warum nicht? Warum kannst du nicht die Number One sein für deinen Partner, für deinen zukünftigen Partner, für wen auch immer, für deine Kunden, für deine Freunde? Warum gehst du davon aus, dass du nicht die Number One bist? Das ist die große, große Frage. Und nachdem wir immer alles bekommen im Außen, in unserer Realität gespiegelt, was wir im Innen glauben, dann ist es so. Und viele Leute, die erlauben sich in höchster Verliebtheit, in der frischen Verliebtheit, erlauben sie sich so wichtig zu fühlen. Und für die wenigsten dauert das an. Für die meisten hört es dann irgendwann mal auf, für die einen früher, für die anderen später. Und es liegt nicht daran, dass es normal ist, dass es aufhört, dass man weniger füreinander empfindet, dass man weniger verliebt ist, dass man weniger begeistert voneinander ist. Sondern das ist auch immer hier eine Wahl, weil unsere Gesellschaft uns doch immer wieder sagt, ja, das geht irgendwann mal vorbei, warte nur, bis der Alltag kommt und so weiter und so fort, ja. Und dann wird unsere Beziehung scheiße oder alle unsere Beziehungen werden scheiße, weil wir es so machen, weil wir es so gelernt haben, weil wir gelernt haben zu glauben, dass sich Beziehungen abnützen, dass Routine und Alltag einkehrt, weil wir das alle gelernt haben. Aber das ist ein totaler Quatsch, das muss nicht sein. Wenn ich mir meine Realität kreiere durch das, was ich glaube, erwarte und was ich glaube, was ich bin an Wert und was mir begegnet im Leben, ich entscheide das alles. Und deswegen habe ich diese Masterclass kreiert, wo wir 2,5 Stunden genau das erörtern und genau dahinter schauen, was sind die inneren Vorgänge, was sind die Annahmen, was sind die Überzeugungen, wo ich irgendwann mal dastehe und meine Beziehung langweilig ist, mein Partner, meine Partnerin dich nicht unterstützt, dich nicht für mich interessiert, jeder seinen eigenen Weg geht, man aneinander, nebeneinander herläuft, ja? Warum? Warum kreieren wir uns das? Warum kreieren wir uns eine Welt, wo Partnerschaften, wo Beziehungen so einen Verlauf nehmen müssen? Bullshit. Dann schauen wir immer auf andere Leute, die es geschafft haben. Wir schaffen dies. Oh, der ist ja so toll. Oh, sie ist ja so toll. Ja, genau. Es geht darum, dass ich weiß, wie toll ich bin und wie toll alle anderen sind in meiner Welt. Everyone is used out. Es ist nun mal so. Und wenn ich glaube, dass mein Partner sich nicht für mich interessiert, wenn ich glaube, wenn ich ihm auch noch sage, ja, das ist so wichtig, dass du dein Leben lebst und kümmere dich nicht um mich, ich komme selbst zurecht. Ja, das sind so unglaublich komische Überzeugungen, die uns selber schaden und die dem hundertprozentig widersprechen, was wir wirklich wollen. Jeder möchte eine Beziehung haben,
in der er sich wohlfühlt, aufgehoben fühlt, unterstützt fühlt, motiviert fühlt, in der er sich weiterentwickeln kann, der Neues erleben kann. Das will jeder. Und die wenigsten haben es sich kreiert. Die wenigsten haben es, weil sie sich nicht kreiert haben, weil sie auch nicht wissen, wie sie so etwas kreieren, weil die meisten eben gelernt haben, wie man sich genau das Gegenteil von dem kreiert, was man möchte. Und warum haben die meisten das gelernt? Wegen dem, ja, du kannst ja nicht alles haben. Ja, das ist halt so, das nützt sich ab und mit der Zeit, bla 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 bla. Dieses ganze blödsinnige Gequatsche, das man dann glaubt. Aber ich sage dir eins, du musst es nicht glauben. Du bist so großartig, dass du alles verdient hast. Aber das musst du erstmal selber wissen. Du musst erstmal selber wissen, wie alles läuft, wie alles aus dir heraus entsteht, wie alles aus deinen Überzeugungen entsteht. Jeder Mensch, der mit dir zu tun hat, egal wie nah oder wie fern, ist das, was du glaubst, was er ist. Und wenn du solche Rückschlüsse ziehst, weil Leute, die so und so angezogen sind, die sind so und so, Leute, die so und so denken, sind so und so weiter und so fort. Wir haben da klare Vorstellungen. Und diese klaren Vorstellungen, die wir haben, die führen uns oft zu einer klaren Realität, die uns nicht gefällt. Nicht schlimm, macht nichts. Wir können es verändern. Wir können alles verändern. Du kannst dein Leben so gestalten, wie du möchtest. Es gibt keine Einschränkungen. Du kannst jedem Menschen in deinem Leben die Rolle geben, die du haben möchtest. Aber du kannst nur Rollen verteilen, die dir entsprechen. Also musst du entsprechend dich verändern, dass du jemand bist, der umgeben ist von jemand, der einen bewundert, auf Händen trägt, Geschenke macht, Überraschungen macht, liebt, verzeiht, was auch immer man sich wünscht. Ja, und wenn du irgendwas von dem, was du dir wünschst, nicht hast, dann liegt es an dir und an der inneren Arbeit, dass du die Frau wirst, die das hat, die eine Partnerschaft hat, die so ist, die einen Partner hat, der so ist. Und da ist es völlig egal, ob wirklich jemand in deinem Leben ist in diesem Moment, wo du die Beziehung verändern möchtest, oder ob gar niemand in deinem Leben ist und du im Moment niemanden hast, aber dir natürlich jemanden wünscht. Und der jemand soll natürlich auch auf diese Frau treffen, die dem entspricht, was du dir wünschst. Also ist es auch hier wieder die innere Arbeit. Und egal, wo du stehst in diesem Leben, egal, ob dein Problem eine Beziehung ist mit einem liebenden Menschen, einem Geliebten, einem Familienmitglied, einem Arbeitsmitglied, Kunden, was auch immer, wenn irgendeine Beziehung in deinem Leben nicht so ist, wie du sie haben möchtest, dann bist du genau richtig in dieser Masterclass. Weil da lernst du zu verstehen, wie du Beziehungen kreierst. Wie du Beziehungen kreierst. Du kreierst Beziehungen. Niemand anders kreiert Beziehungen. Du kreierst Beziehungen und wer du bist in deiner Beziehung, kreiert deine Beziehungen zu allem. Beziehung ist der Schlüssel. Deine Beziehung zu Geld, deine Beziehung zu Reichtum, deine Beziehung zu was auch immer, zu Kindern. Du entscheidest über deine Beziehungen. Und wir haben es nicht gelernt, Beziehungen zu kreieren. Wir haben es nicht gelernt, also müssen wir es lernen. Wir müssen lernen, wie man Beziehungen kreiert. Wir müssen lernen, Beziehungen zu kreieren. Und das möchte ich euch beibringen. In 2,5 Stunden Masterclass am 5. Januar lernst du, wie du Beziehungen kreierst. Und das brauchst du immer. Das ist basic. Das ist wie Essen lernen. Wie Essen lernen geht es beim Beziehungen kreieren, lernen. Genau um ein Grundskill. Ein Grundskill ist Beziehungen kreieren lernen. Ja, sei dabei, melde dich an. I am chosen heißt diese Masterclass. Ich bin auserwählt. Das ist auf Deutsch ziemlich nicht so schön zu übersetzen. Aber es geht darum.
Ich bin auserwählt, hier ein geiles Leben zu führen. Ich bin auserwählt, glücklich zu sein in Beziehungen. Ich bin auserwählt, in einer Beziehung so behandelt zu werden, wie es mir gebührt. So, ich werde immer so behandelt, wie es mir gebührt. Also muss ich verändern, was mir gebührt. Ich entscheide, was mir gebührt. Also, das ist lebensverändernd. Melde dich an. 222 Euro, 2,5 Stunden mit Aufzeichnung. Ein Must für jedes Lebewesen, zu wissen, wie es Beziehungen kreiert. Auch zu Hunden, auch zu Tieren. Du machst es. Also mach es so, dass es dir gefällt. Happy Day wünsche ich dir noch. Tschüss.